Ja, meine lieben Leute, mir scheint, die Sonne scheint. Immer wieder bekomme ich die Frage gestellt, wie schaut's mit Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden aus? Und ich kann euch sagen, das schaut gut aus. Wir haben schon sehr, sehr viele Anlagen errichtet, vor allem im ersten Wiener Gemeindebezirk. Und da kann ich euch sagen, da sitzt die Magistratsabteilung 19 meistens drauf, unter Denkmalschutz. Das ist zwar administrativ ein sehr, sehr großer Aufwand, aber es ist möglich. Wir haben mittlerweile in unserem Portfolio einen großen, oder sehr, sehr viele unterschiedliche Modultypen und Möglichkeiten, wie man dem Denkmalschutz gerecht werden können. Also lasst euch nicht abhalten davon, weil ihr in einem denkmalgeschützten Gebäude wohnt. Wir finden Lösungen für euch und wir wickeln auch die komplette Administration für euch ab. Das ist viel Arbeit, aber da sind wir gut.